Schnell nach Beregost muss ich. Gouverneur Keldat muss erfahren, dass Verstärkung zu ihm unterwegs ist. Beregost soll gegen Angriffe aus Amn befestigt werden, obwohl Amn solche Absichten leugnet. So etwas leugnet man natürlich. Diese falschen Schlangen. Platz für den Boten. Nö. Okay. Und das war's mit ihm. Na gut, dann viel Erfolg. Oh je. Da kommt schon die nächsten. Wir sind ein wenig angeschlagen. So, da bleiben wir mal auf Entfernung. Hört auf, an mir herumzutatschen. Ich mach doch gar nichts. Das war's mit ihm. Und das war's mit ihm. Okay. Gut, gut, gut. So, haben die was dabei? Jawohl. Nicht sehr viel, aber immerhin. Denn ich verschwinde jetzt. So. Diese Sprüche. Ich wollte Infravision wie die Elfen. Dazu gehört noch mehr als nur ihre Augen. Jetzt geht's mich was an, richtig? Es ist sehr merkwürdig, was diese Charaktere hier von sich geben, aber ich verübel es ihnen nicht. Ja, sie ist jetzt aber ganz schön angeschlagen hier. Ja, gucken wir mal. Achso. Und zwar, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wer ist hier wer. Wir sind hier. Ach du Heilige. So. Moment mal. Ich kann gerade überhaupt nicht zuordnen, wer hier wer ist. So, jetzt. Ja, ich kann mich immer kurz verzaubern. Na. Und zwar. Achso, das macht sie ja dann automatisch auf sich. Ja. Alles gut, alles gut. Der hier ist schon in den Nahkampf gegangen. Räuber. Den hier noch. Na, ich will sie irgendwie nicht unbedingt in den Nahkampf schicken. Okay, das sind jetzt einfach nur irgendwelche Räuber. Und wer ist hier vorne? Habt ihr mit mir gesprochen? Das ist Montaron. Okay. Ja, wir gucken einfach mal. So, sie hier. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Na gut, die scheinen jetzt nicht allzu viel auszuhalten, also. Ja, das war schon mal mit ihm. Hinter diesem Baum sehe ich jetzt natürlich nicht sehr viel. Und die stehen hier einfach schön rum. Das ist gut. Ich kann gar nicht anders. Kann der jetzt nicht mal so angreifen, genau. Und sie hier, ja, sie soll erstmal zurückbleiben. So, hier. Jawohl. Geht doch. Okay. Gut. Moment, leben noch alle? Ja, alle leben. Da wird man ja schon ganz paranoid. So. Denn ich verschwinde jetzt. Sie sollte nicht verschwinden. Sie soll erstmal gucken, was hier so zu finden ist. Pfeil. Blausteinhalskette. Räuberskalp. Können wir die Skalp irgendwo abliefern und. Naja, müssen wir mal gucken. Langschwert. Ja, noch ein Räuberskalp. Wir haben ja zwei getötet. Ist auf jeden Fall schön, dass wir hier einfach den Skalp mitnehmen können. Schlaft nicht zu fest, Meister. Naja, so ein wenig wie im Wilden Westen mit den Indianern. Okay. Genau, jetzt wollte ich mal nachprüfen. Hier haben wir zwei Skalp. So, das ist der Skalp eines Räubers. Es gibt Menschen, die Geld dafür bezahlen werden. Okay. Das war nämlich meine Frage. Dann hat sich das damit auch schon beantwortet. So. Was wollt, wird sofort erledigt, Chef. Sehr schön. Okay. Es geht ein wenig voran. Ich weiß, es hat gedauert. So, Moment, bevor wir da lang gehen. Will ich das hier nochmal nachprüfen? Ja, er hier. So. Wird sofort erledigt, Chef. Achso, ich glaube, er hat zu viel getragen, oder? Moment, das ist so. Mich kümmert's nicht. Okay, sie hier hat zu viel dabei. Ja. Dann einen Moment. So, die soll mal hier hinlaufen. Dann können wir ein paar Gegenstände abgeben. Ja, jetzt habe ich hier Pfeile. Ich habe so viele Schwerter dabei. So. 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 Wie viel kann er noch tragen? Er kann relativ viel tragen. Einmal hier. Was ist denn hier noch so schwer? Hier einmal, ja. So. Das sieht schon besser aus. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. Dann habe ich nämlich die ganze Karte aufgedeckt. Ein paar Erfahrungspunkte haben wir auch gesammelt. Aber danach sollten wir wirklich mal weitergehen. So. Moment, da kommen welche. So. Ja, wir sind ein wenig angeschlagen, leider.
Einmal hier. Einmal ihn hier, genau. Hier auch nochmal aus der Ferne angreifen. So. Machen wir das mal. Die halten ja sowieso nicht so viel aus. Sehr gut. Okay. Ich hab genug davon. Einmal. Die haben jetzt nichts mehr dabei. Nee. Die haben nichts dabei. Gut. Habt ihr nichts, wird sofort erledigt, Chef. Okay. So. Ja, das Gebiet hier, das haben wir jetzt soweit hier schon erkundet anscheinend. Vielleicht nochmal in die Richtung hier. Hey, weißt du, wie man hier noch so trifft? Moment. Ja, da attackiert noch jemand. Hier. Ja, okay, das sollen die jetzt mal automatisch machen. Ich glaube, bei diesen kleinen Gegnern, da haben wir weniger Probleme. Da ist soweit auch niemand. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt schon mal alles abgesucht. Was ist das hier? Der Weg des Löwen, Kerzenburg im Westen. Okay. Dann will ich nochmal hier runterlaufen, aber ich glaube, da kommen wir auch nur noch raus. Dann können wir nämlich vielleicht mal die nächste Örtlichkeit besuchen. Wir gehen mal hier lang. Hat irgendjemand... So, Raffaela, was ist hier los? Warum bewegt... Ah, ne. Okay. Die wollte sich eben nicht bewegen. Aus unerfindlichen Gründen. Pelt Whale. Reisestunden 24. Hier ist Beregos. Aber da kommen wir von hier aus gar nicht lang anscheinend. Okay, ich würde auch erstmal nach Peldave gehen. Das geht ja gut los. So. Spielpause. Das hat jetzt also anscheinend einen ganzen Tag gedauert. Oh je. Jetzt werden wir hier von ganz vielen... Was ist denn das? Wildhunden angegriffen. So. Oh, das wird jetzt langsam ein bisschen gefährlich hier. Also mit ein wenig meine ich ziemlich. So. Ja, da können wir mal gucken. Ah, die müssen eben auf die Entfernung gehen. So. Ich meine... So, Zauber. Entzug von Lebenskraft. Ob das jetzt hier so sinnvoll ist, wäre die andere Frage. Na, der kann auch mal in den Nahkampf gehen. Wir gucken einfach mal, wo das hinführt. Okay. Wir wurden direkt getötet. Das ging nicht so gut für uns aus. Okay, das kennen wir schon. Wir laden nochmal den letzten... Moment, Autosave haben wir. Sind wir dann Quicksave? Wo landen wir denn hier? Ah, sind wir direkt nochmal hier. Okay. Wird sofort erledigt, Chef. Genau, in die Richtung hier. Jetzt kann ich nämlich auch Beregos bereisen, weil wir wahrscheinlich hier unten rausgegangen sind. Wir sehen mal hier her. Womit kann ich dienen? Das sieht schon ein wenig sicherer aus. Gollin Wendt, wisst ihr, wo ihr hin müsst? Ihr seht recht umgänglich aus, aber daher will ich euch meine Dienste als Stadtführer anbieten. Was genau wollt ihr hier in Beregos? Ja, da müssen wir mal gucken. Kann ich hier... Ah, okay. Interessant. Gut, gut, gut. Wenn ihr mir den Weg zu einem bezahlbaren Wirtshaus weisen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich will mir ein wenig Luxus gönnen. Welches ist das beste Wirtshaus in der Stadt? Ich brauche gut gefertigte Waffen und Rüstungen. Habt ihr hier einen guten Schmied? Nur ein Plätzchen, an dem ich mich ein wenig ausruhen und meine Sorgen ertränken kann. Wo gibt es eine gute Taverne? Okay, wir fragen ihn mal nach einem Wirtshaus. Wir haben viele Wirtshäuser für den anspruchslosen Abenteurer. Was soll das denn heißen? Die Rote Garbe hat einfache Zimmer, doch die Kundschaft ist ein wenig rau. Dann gibt es noch den brennenden Zauberer und den windigen Schwindler. Die haben beide bessere Zimmer. Die Garbe ist in der Nähe des Stadtzentrums, genau wie der Zauberer. Der Schwindler ist ein bisschen weiter weg am Südrand der Stadt. Okay, Stadtzentrum wäre vielleicht für den Anfang ganz gut. Also, Garbe, Zauberer hört sich wahrscheinlich ganz gut an. Ich will mir ein wenig Luxus gönnen. Ich brauche eine gut gefertigte Waffe und Rüstungen. Habt ihr hier einen guten Schmied? Das wäre auch gut zu wissen. Okay, wir fragen mal nach dem Schmied. Wir haben die besten Schmiede aller Reiche.
Taerom Donnerhammer, Fuiruium betreibt die Donnerhammers Schmiede im Osten der Stadt. Er hat auch ein paar besondere Gegenstände, aber danach könnt ihr euch auch mal in Feldeposts Wirtshaus umsehen. Dort haben sie auch Trophäen, aber dafür müsst ihr schon königliche Preise zahlen. Feldeposts Wirtshaus liegt im Westen nahe der südlichen Stadtgrenze. Okay. Plätzchen zum Ausruhen. Ich will mal ein wenig Luxus gönnen. Welches ist das beste Wirtshaus in der Stadt? Das beste Wirtshaus ist mit Sicherheit das von Feldepost und die Leute sind dort außerdem sehr nett. Viele Lokalkolorit. Feldepost Wirtshaus liegt im Südwesten der Stadt. Okay, ja, ich brauche eine Waffenrüstung. Guten Schmied haben wir gefragt, nur ein Plätzchen. Ja, das war's schon. Okay, kein Problem, Freund, einen schönen Aufenthalt. Ja, sehr, sehr nett. Danke sehr. Ein paar Kühe, ach ja. Immer wieder schön. Freue ich mich. Da läuft irgendjemand vorbei. Warte, mein Herr. Ihr habt gerade kurz Zeit, so mit euch reden. Ja, der tragische Vorfall hat sich gar nicht so weit von hier abgespielt. Die Boote kenterten und 20 Mann sind ertrunken. So ein schlimmes Unglück hat es bei den Fischern schon lange nicht mehr gegeben. Okay. Erzählung eines Bauern. Ein Bauer erzählt uns von einem Unfall auf See. Interessant. Können wir das irgendwie noch später weiter untersuchen? Gut. Jetzt will ich mich natürlich erstmal ein bisschen umsehen. Und hier sind wir natürlich in Sicherheit fürs Erste. Dann müssen wir uns dementsprechend auch noch ausrüsten. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Und welche Mission wir hier so machen können. Achso, ich sollte ja nicht vergessen, mich hier ein wenig umsehen. So. Ich decke einfach mal die Karte auf. Aus Prinzip. Die dummen Halblinge wohnen nicht mal eine Tagesreise von den Ruinen der Feuerweinbrücke entfernt und würdigen sie keines Blickes. Wenn ich eine ordentliche Klinge hätte und nicht die ganze Zeit auf dem Hof schuften müsste, würde ich den ganzen Schatz einsacken. Sagt er. So. Jetzt will ich mal kurz gucken hier. Wichtige Ereignisse, Tagebuch. Erzählung eines Bauern. Ein Bauer erzählte uns von einem Unfall auf See. Leute, laut einem der Bauern, mit denen wir geredet haben, sind in den Ruinen der Feuerweinbrücke allerlei Schätze zu finden. Okay, Feuerweinbrücke, das sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten. Ebenso, freundlich haben abgeschlossen, Xar und Montaron. Diese Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Das ist natürlich nicht sehr nett. Okay, die möchten, dass wir sie auf dem Weg nach Neschkel begleiten. Alles klar. Lendrins Halbseligkeiten. Okay, Spinneninvasion in ihrem Keller. Okay, und der Keller, der war wo? Westlich vom windigen Schwindler in Beregost. Okay. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Lendrins Halbseligkeiten. Ja, Hera und Khalid möchten, dass ich sie nach Neschkel begleite. Dass ich mich auf den Weg nach Neschkel mache. Achso, Xar und Montaron möchten, dass ich mich auf den Weg nach Neschkel mache. Und die beiden hier wollten, dass ich sie begleite. Spitzbübischer Oger. Okay, okay. Wenn ich vom südlichen Freund nicht arm. Ein Oger mit einem Gürtelfetisch. Ja, das müsste der doch gewesen sein, oder? Wir haben ja Gürtel gefunden. Der hat einen Gürtelfetisch. Naja, hey, ich urteile nicht. So, wichtige Ereignisse. Da ich ohnehin nichts Besseres zu tun und nur wenige Gefährten habe, sollte ich etwas Zeit investieren, um die Ursache der Eisenknappheit in der Gegend zu erforschen. Alles klar. Gut, ich wollte das nochmal nachlesen. Mein Gedächtnis ist nicht immer das Beste. So, naja, diese Stadt ist ein Schandfleck. Ja, wir haben eigentlich nur diese Ecke hier gesehen von der Stadt, aber hey. Ein paar Kühe. So, da haben wir noch einen hart arbeitenden Bauern. Ich schwöre, ich habe etwas ganz Großes gesehen, das sich hinter meinem Haus in der Erde rumgetrieben hat. Ich habe jetzt immer ein Feuer brennen, solange ich es damit von meinem Hof fernhalten kann. Ist mir egal, was es ist und woher es kommt. So. Der läuft einfach wieder weg. Der kleine Mann wird von fiesen Monstern bedroht. Okay. Ah, schön. Eine Windmühle. So, das mag ich ja. Einfach mal die Gegend ein wenig erkunden. In den Kämpfen bin ich ja nicht sonderlich gut, aber dafür kann ich die Gegend erkunden. Hey, so ist das eben. So, okay. Achso, ich darf ja nicht das darf ich nicht vergessen. Ich muss hier mal gucken, ob hier wieder irgendwelche Gegenstände sind. Ich meine, so etwas ist natürlich leicht zu übersehen.
So, irgendwelche Kisten, die wir ausnehmen können. Wir werden sehen. Okay. Noch mehr Häuser. Gut, müssen wir mal gucken. Eins nach dem anderen. Vielleicht erstmal zum Wirtshaus. Und danach machen wir die Missionen. So, ein rechtschaffender Bürger. Das ist das Rätselhafteste, was mir je untergekommen ist. Die Räuber hielten mich für tot und ließen mich liegen. Daraufhin heilte mich mein Fremder. Ein Fremder. Er hatte die übelste Visage, die man sich nur vorstellen kann, aber sein Verhalten war tadellos. Na dann. Nett. Sehr nett. Sag ich doch, die integeren Fremden mit der hässlichen Visage, die Leuten helfen. Das ist doch schön. Okay, hier ist die Mühle. Und ein wenig Heu. So, hier sind noch ein paar Kisten, ja. Die können wir uns mal etwas näher ansehen. So, kann ich hier überhaupt... So, bin ich schon wieder voll? Ja, sie wahrscheinlich auch. So, er hier. Er hier kann viel tragen. Die Pfeile nehmen wir natürlich mit. Muss ich später wieder umsortieren. Geld, jawohl. Warum lassen die Leute denn nicht einfach Geld in den Truhen liegen? Das ist wohl ein Rätsel für jedes Spiel, in dem man Dinge finden kann. Hier ist noch eine weitere Truhe. Da haben wir nichts. Naja, ein wenig Geld haben wir schon eingesammelt. Das kümmert, spricht wohl nichts dagegen. Okay. Achso, jetzt sehe ich sie auch. Da ist noch was. Okay. Noch ein Gürtel. So, vielleicht lieber so mit ihm hier. Ich mache eure Arbeit. Den Gürtel-Fetisch-Oger, den haben wir ja vorhin erledigt. Die Gürtel können wir dann auch mal abliefern. Machen wir alles noch. Eins nach dem anderen. So. Haben wir das schon untersucht hier? Ansonsten betreten wir mal das Gebäude hier, würde ich sagen. Alle herkommen. Da ist noch was. Da. Moment. Nein, er hier. Da ist nichts drin. Das ist ja wunderbar. Sprich so. Wohl nichts dagegen. Alle eintreten. Oh, ist verschlossen. Ah, schade. Okay. Dann sollen die mal... Ups. Hier da. Oh, Nera. Ja, genau. Ich sehe hier sonst niemanden. Wie wäre es mit etwas Hilfe? Kommt darauf an. Natürlich, was kann ich tun? Haltet Abstand, Frau. Wer seid ihr und was genau ist das Problem? Tja, ja, wir helfen mal. Das sind Räuber. Bösartige, magische Räuber. Die waren bestimmt auf der Räuberschule für Fortgeschrittene. Und sie versuchen, mich gefangen zu nehmen. Das hört sich nicht gut an. Also gut, ich werde euch vor diesen Räubern beschützen. Eine Bande zaubernder Räuber, das klingt doch sehr weit hergeholt. Naja, so weit hergeholt klingt das ehrlich gesagt nicht. Mein Held. Und wo verbirgt sich der Rest eurer Truppe? Ich will ehrlich sein. Ich würde nur auf euch wetten, wenn ihr eine ganze Armee mitbringt, weil ihr sie brauchen werdet. Und, oh große Güte, sie sind hier. Och Mann, ey, ich wollte mich doch nochmal ausruhen. Oh, naja. Naja. Achso. Und jetzt? Ihr wollt euch vor uns hinter diesen unglückseligen Narren verstecken? Eure Feigheit erweist sich als genauso tödlich wie eure waghalsige Magie. Und ihr seid töricht, wenn ihr euch mit mir anlegt. Ihr seid derjenige, der versucht, mich gefangen zu nehmen. Und ich weiß immer noch nicht, was ihr wollt. Also werde ich versuchen, es zu verhindern. Verschwindet, bevor meine neuen Freunde und ich euch aufs Maul hauen. Okay, schön. Mal sehr angenehm, dass sie komplett synchronisiert wurde anscheinend. Trete zur Seite und überlasst mir das Mädchen. Ihr wollt euer Leben doch nicht etwa für eine Fremde riskieren. Können wir uns hier irgendwie rausreden? Ich werde nicht zulassen, dass sie durch euch zu Schaden kommt. Mit welchem Recht jagt ihr diese Frau? Augenscheinlich gehört sie nun zu mir. Was könnt ihr anbieten, um das zu ändern? Meinetwegen nehmt sie. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist. Tja, dann fragen wir mal. Ich meine, theoretisch könnte sie ja etwas angestellt haben, aber wir gehen mal davon aus, dass sie, naja, einfach gejagt wird von diesen Herren. Mit dem Recht der roten Magier von Tai. Wir müssen ihre anormalen Kräfte studieren, egal ob sie nun freiwillig mitkommt oder nicht.
Also das hört sich ja nicht rechtens an. Wenn sie einfach nur diese Frau studieren wollen. Von welchen anormalen Kräften redet ihr da? Lasst mich raten, mit studieren meint ihr sezieren? Zurück, oder wir werden sehen, ob ihr von innen genauso rot seid wie von außen. Ja, das ist, natürlich, sie möchten die Frau studieren. Ich verstehe. Zu wissenschaftlichen Zwecken. So, anormale Kräfte. Jemand so ungebildetes wie ihr, eine Hasardeure nicht einmal dann erkennt, wenn sie direkt vor euch steht. Was soll das denn heißen? Ihre Zauber schaden mehr, als sie nutzen. Wir müssen ihre Geheimnisse erforschen. Und natürlich müssen wir verhindern, dass sie sich oder anderen Schaden zufügt. Genug davon. Übergebt sie. Also irgendwie hört sich das... sie haben mich überzeugt. Nein, sie gehört zu mir. Nun, wenn ihr für diese kleine Hasardeurin sterben wollt, so sei es. Oh Mann, ey, ich hätte nochmal speichern sollen. Nicht schon wieder. Ekandor, wo seid ihr hin? Wir können sie nicht entkommen lassen. Schlachtet sie alle ab. Den Rest klären wir, sobald wir ihn gefunden haben. Das ist schnell eskaliert. Okay, wir warten erstmal. So, wen haben wir denn hier? Taianischer Magier. Und hier ein paar... Ah ne, der ist ja bei uns. Leibwache. Okay. Sind hier irgendwelche Bürger einfach? Bürgerin. So. Na gut, das lassen wir hier mal. Was wollt ihr? Ich will jetzt erstmal aus der Entfernung angreifen. So. Den hier. Habe ich überhaupt noch irgendwelche Zauber, die ich wirken kann? Einmal... Moment. Schlaft nicht zu fest, Meister. Warum kann ich denn... Achso. Ich will die natürlich angreifen. So. Moment. Einmal hier. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Oh je, oh je, oh je. Also ich glaube, sie sollte sich erstmal zurückhalten, bevor wir hier irgendwie angreifen. So gut wie erledigt. So. Und er hier kann auch nochmal attackieren. Na, ob das gut geht, sollte ich jetzt nochmal speichern. Ich glaube, ich mache nochmal Folgendes jetzt hier. Ich mache einen komplett neuen Speicherpunkt. Spiel speichern. Ach, wir können jetzt nicht speichern, weil wir mit dem Kampf sind. Na gut, dann eben nicht. So. Das geht gut. So, direkt mal abhauen hier, würde ich sagen. Das sind aber schon einige. Da müssen wir gucken. Kann hier irgendjemand noch zaubern? Ja. Entzug von Lebenskraft. Naja, wir brauchen zwar gerade keine, aber angreifen wäre keine schlechte Idee. So, das wäre er hier, genau. Und... hier haben wir keine Zauber mehr. Heilige! Oh je. Yeah. So, Khalid und der macht gerade... Achso, der greift ja aus der Entfernung an, genau. Oh, schön. Und das war's. Glaube ich. Es tut mir wirklich leid, was gerade geschehen ist. Ich wollte euch da nicht reinziehen, aber wenn ich nicht zufällig über euch gestolpert wäre, würden sie jetzt vermutlich bis zu den Ellbogen in meinem Gehirn stecken. Ach ja, also irgendwie mag ich sie ja. Was werdet ihr nun tun? Sicherlich kehrt Ekandor irgendwann zurück. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Ich habe lediglich getan, was jede ehrbare Person tun würde. Ach ja. Das ist gut und schön, aber es ist bei solchen Gelegenheiten üblich, dass ihr mir jetzt einen dicken Beutel voll Gold in die Hände drückt. Also ich meine, schlecht wäre das nicht, aber hey, wir sind natürlich eine ehrbare Person. Da ihr mich freundlicherweise vor diesen zaubernden Häschern gerettet habt, frage ich mich, ob ich eine Weile bei euch bleiben könnte. Das dient sowohl eurem Schutz als auch dem meinen. Ich verspreche euch, dass ich eine gute Magierin bin. Ihr werdet kaum glauben, wie ich einen Feuerball werfen kann. Ich glaube es. Also das lehne ich ganz sicherlich nicht ab. Ich würde eure Gesellschaft sehr schätzen. Fantastisch! Lasst mich nur gerade meinen... Ach, egal. Ich bin abmarschbereit. Na gut. So, Gruppenmitglieder entfernen. Okay, wir können nur zu 6 maximal. Wen entferne ich denn jetzt hier? Also. Das sind schwierige Fragen. Ich würde wahrscheinlich ihn erstmal hier zurücklassen. Ist das sinnvoll? Ja, nein.
So, soll dieser Charakter wirklich aus der Gruppe entfernt werden? Ja. Tut mir leid. Aber wir nehmen lieber mal sie hier mit. So, etwas unvorhergesehen und Unvorhergesehenes. Doch, habe ich richtig gelesen. Xa, ihr wollt, dass ich gehe? Aber wir haben so viele gemeinsam erlebt. So viele gute Zeiten. Das ist wirklich ein trauriger Tag. Ich glaube, wir müssen ihn sowieso noch mitnehmen, oder? Lebt wohl. Echt schade. Bla, bla, bla. Und der ganze Müll. Kommt mit, Montaron. Ihr seid mein Gegenstück. Und wir werden uns nicht trennen. Okay. Dann müssen wir... Ah, wen lassen wir am besten hier zurück? Ich glaube, wir können ihn nochmal ansprechen, oder? So. Wie sieht's aus, Xa? Stört euch irgendetwas? Okay, ich brauche euch doch wieder. Okay, wir können ihn also wieder mitnehmen. Euch nehme ich erst zurück, wenn ihr auf jedem See der Reiche ein Hausverbot voller Kreischlinge schwimmt. Hinweg. Das würdet ihr mir tatsächlich antun. Welch Grausamkeit. Ich werde für den Rest meiner Tage an genau dieser Stelle herumvegetieren und euren entschiedenen Mangel an Menschlichkeit beklagen. Und Gänseblümchen pflücken. Wie? Es ist schön. Also diese Dialoge sind echt... extrem skurril. Ich frage mich jetzt eben, wen lassen wir denn hier am besten zurück? So, Yahera. Ja, wir hätten wahrscheinlich erstmal... Ich muss nochmal das Journal überprüfen. Moment, das war hier oben. Und zwar... Ups, müssen wir da... Ja, auf sie hier gehen. Genau. Khaled möchte, dass ich sie nach Neshkel begleite. Saul Montaron. Ja, wir hätten einfach mal irgendwo die Leute erstmal abliefern sollen. Mein nächstes Reiseziel sollte der Ort Neshkel im Süden sein. Da müssen wir mal gucken. Oder sie hier mal kurzzeitig zurücklassen. Ansonsten weiß ich eben auch nicht. So, aber die beiden würden dann einfach mal hier bleiben, nehme ich an. Khaled, nee, hier, genau, Xa. Und Montaron war es, glaube ich. Bevor wir das machen, Inventar, so, sie kann noch ein wenig tragen. Das hier, das hier, das hier, das hier. Ansonsten können wir da nicht viel mitnehmen. Und jetzt sollten wir uns wirklich mal ausruhen. Und, ups, und sie haben wir jetzt dabei. Nera. Edelsteinbeutel hat sie dabei, hui. Schön. Okay. Ich glaube, damit kann ich erstmal leben. So, jetzt sind wir nur noch zu fünft. Und Xa ist hier. Und wo ist unser anderer Kollege? Diese Stadt ist ein Schandfleck. Naja, die würden dann wahrscheinlich beide mitkommen. Da ist jemand. Bürger. Ach je, um mich herum geht die Welt unter und vor mir hängt eine Meute knurrender Abenteurer an meinen Lippen, um auch ja jedes Wort des neuesten Kerkergerüchts aufzuschnappen. Verzeiht, wenn ich eure Hoheit belästige. Kerkergerücht? Ihr seid ja lächerlich. Schon gut, ich rassel es für euch herunter, genau wie für den letzten Abenteurer und den davor auch. Ich zweifle nicht daran, dass ihr Schicksal teilen werdet. Also im Südosten befindet sich die Ruinen einer alten Magierschule. Fallen, tote Dinge, die euch zu töten versuchen. Ihr kennt das ja alles. Dann gibt es da die Feuerweinbrücke, Geister, verschlungene, enge Durchgänge. Ein bisschen... Romantik und so weiter und so fort. Ich kann mir ehrlich gesagt kein langweiligeres Leben vorstellen als das eines Abenteurers. Ich persönlich habe eigentlich viel mehr davon, ohne Ziel herumzuwandern und mich hin und wieder am Hintern zu kratzen. Sicher. Mein Freund, sicher. Na, ich weiß nicht. Das kam mir schon ein wenig ironisch vor. Von der Aussage her. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay, wir gehen mal rein. Ah, schön. Ach ja, ein Sofa, ein... Kamin. Sprich, was möchte man mehr? So. Hallo Kumpel, was dein freundliches Gesicht? Ja. Ah, wer gibt euch das Recht, in mein Haus einzudringen? Verzeiht die Störung, es interessiert mich nur, was ihr da macht. Seid ruhig, ich will euch nichts tun. Die Macht gibt mir das Recht. Ja, sicher, das glaube ich wohl nicht. So, Verzeihung. Was ich mache, geht euch nichts an. Raus mit euch oder ich rufe die... Also, können wir mal... Ach, Mann, ey. Ich wollte mal ein Schwätzchen halten und dann sowas. Okay, können wir hier irgendwie uns mal ein bisschen umsehen? So. Denn ich verschwinde jetzt. So, verschlossen. Können wir das mal hier? Fingerfertigkeit. Das stört die Besitzerin sicherlich nicht. Okay. Verschlossen, das hat sie nicht aufgekriegt. Nehme ich an.
Oh je. Ich gehe mal nach oben. Da stört sie sicherlich nicht. Aber eine nette Hütte. Da ist noch was. So. Fingerfertigkeit. Moment, das war Fallen finden. Ich will... Fingerfertigkeit, das hier will ich. Wir konnten das Schloss natürlich nicht öffnen. Mit roher Gewalt kriegen wir es auch nicht auf. Mann. Dann halt nicht. Achso, ich könnte auch mal kurz nachsehen. So. Magierzauberpriester. Klasse, Kampfwerte, Fähigkeiten, Attribute. Ah, hier. Nächste Stufe noch 830 Erfahrungspunkte. Da werden wir noch ein wenig an Erfahrung sammeln müssen. Na schön. Dann einmal, ups, hier raus, genau. Da haben wir sonst auch nichts mehr. Hier drüben auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob wir diese Schlösser auch mit roher Gewalt eben öffnen können. Kommt er da vorbei? Ja. Ich tue mein Bestes. Ja, brech das mal auf. Verschlossen, verschlossen. Okay, ich glaube, da kommen wir so ohne weiteres nicht ran. Alles klar. Ja, schade. Ich wollte die Leute hier ausrauben, aber das geht wohl. Wir gehen mal raus. Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. So, wir reden mal mit ihm hier. Irgendwas nicht in Ordnung? Diese Eisenkrise hat wirklich zu Spannungen geführt. Die Leute suchen einen Sündenbock, einen Schuldigen für alle ihre Ängste. Ein gemeinsamer Feind ist immer gut, damit der Pöbel auf den Straßen zusammenrottet. Ich hoffe nur, ich bin zu Hause hinter verschlossenen Türen, wenn sich das Ganze entlädt. Da stimme ich zu. Wen haben wir hier? Du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen, wenn ich... Ich weiß nicht, warum die Eisenvorräte so zurückgegangen sind. Kann man das Problem nicht lösen, indem man mehr Handel treibt? Baldurs Tor liegt doch an der Hauptstrecke zwischen Tiefwasser und Ammen. Ich nehme an, die Räuber haben das gesamte Gebiet was völlig abgeriegelt und es würde einiges kosten, Truppen dorthin zu entsenden. Versteht man denn nicht, wie ernst die Lage ist? Na gut, wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, wann wir mal in Baldurs Tor ankommen. Ja. Jede Wette, diese hinterhältigen Räuber sind von denen aus Am bezahlt. Das sehe diesen Raff-Szenen ähnlich, dass sie sich auf sowas einlassen. Man traut sich als unbescholtener Bürger nicht mehr auf die Straße. Ja. Denkt doch mal an die Bürger, Leute. Irgendwas nicht in Ordnung? Da müsste es schon ganz schön kalt werden in der unteren Ebene, damit ich in der Ruine von Feuerwein Kopf und Kragen riskiere. Wer weiß, was sich in diesen engen Gängen verbirgt. Da gehen kaum zwei Leute nebeneinander durch, ist eng genug für ein Grab. Und das ist es für so manchen auch geworden. Na gut, na gut, na gut. So, verschlossen. Mal wieder. Habt ihr schon aus dem Ärger in Neschke gehört? Die Mine ist angeblich verseucht und alles Erz, das da rauskommt, soll unbrauchbar sein. Ich denke, Am will uns bloß das Eisen vorenthalten, um unsere Garde und unsere Truppen zu schwächen. Die können sich auf was gefasst machen. Wer weiß? Ihr benötigt etwas, Fremde? Was genau dahinter steckt? Ihr seht aus wie die Räuber, die meine Karawane überfallen haben. Aber nein, vielleicht wart ihr es doch nicht. Diese Krise ist nicht gut für meine Nerven. Ich sehe schon überall Räuber. Hoffe nur, es ist alles bald vorüber. Egal wie. Ja, das hoffe ich auch. Und hier vorne. Ich weiß nicht, warum die Eisenvorräte so zurückgegangen sind. Kann man das Problem nicht lösen? Ja, 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 das kennen wir schon. Zoom hier mal raus. Ja, doch, hier gibt es einiges zu entdecken. So, können wir eigentlich hier... Ach, da war auch nochmal eine Tür. Wahrscheinlich auch verschlossen. So. Ja, verschlossen. Und ein paar Kisten. Da ist nichts drin. So, einmal hier. Ein wenig Geld. Und ansonsten gehen wir mal hier lang. Ja, wir müssen mal gucken. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Wir können natürlich nur maximal 6 Leute hier mitnehmen. Stadtschreier. Verschlossen. Beregost. Oh, hier steht ein Obelisk. Achso, Moment. Erstmal reden wir mit den Leuten hier. Hörtet!
Hört, hört! Alle herhören, alle herhören! Auf Befehl des Stadtgouverneurs von Beregost, Keldat, Ormil Lentaders, strahlendster Diener, und im Interesse seiner Bewohner wird hiermit ein Kopfgeld ausgesetzt auf die Ergreifung des wahnsinnigen Priesters Basilus für die Verbrechen wider die Natur, die er gegangen hat. Derjenige, der dem Tempel des Morgengesangs Beweise seines Ablebens erbringt, wird nicht weniger als 5000 Goldmünzen Belohnung erhalten. Alle herhören, alle hören. 5000 Goldmünzen. Okay, für den Priester. Mhm. Der dem Tempel des Morgengesangs Beweise seines Ablebens erbringt. Okay. Ja, den Priester, den würde ich gerne stellen. Der muss ja ziemlich wahnsinnig sein. Okay. Da steht das hier wieder im Tagebuch. Oder sonst irgendwo. Dieser Priester. Okay, müsste er eigentlich... Mörder... Hier, der Mörder Basilus. 5000 Goldmünzen. Also, das hört sich schon sehr ansprechend an, muss ich sagen. Wird sofort erledigt, Chef. So, wen haben wir hier? Hallo. Ich Garrick. Ich kann ein nettes Angebot machen. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich habe gehört, dass ihr ausgezeichnete Krieger seid und mache euch daher einen Vorschlag. Möchtet ihr die Leibwächter meines Herren... meiner Herrin sein? Tut mir leid, wir lassen uns nicht als Söldner anheuern. Wir sind immer auf der Suche nach Geld. Erzählt uns mehr. Na, wir fragen mal. Ich heiße Garrick und arbeite für Silke Rosena. Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird noch vor Ende des Monats im herzoglichen Palast aufspielen. Leider nur befindet sie sich seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar von Feldepost angeheuerten Schlägern haben... ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr für ihr Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt dieser Feldepost ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söldner, die sie beschützen, bis sie zum Aufbruch nach Baldurs Tor bereit ist. Sie wird 300 Goldmünzen für den Job zahlen. Was haltet ihr davon? Tut mir leid, Junge, wir haben kein Interesse. Das klingt vielversprechend. Warum stellt ihr uns nicht eurer Herrin vor? Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wir treffen uns dann vor dem Gasthaus Rote Garbe. Achso, wir laufen da schon mal automatisch hin. Da sind wir schon. Okay. Die Kamera fährt. Okay. Silke. Ich warte mal, die kommen hier irgendwie alle angelaufen. Was auch immer es damit auf sich hat. So. Garrick steht hier. Okay, aber das will ich ja... Spricht wohl nichts dagegen. So, ich hoffe, wir können da später nochmal vorbeigucken. Das hört sich schon ganz ansprechend an. Eine Mission nach den anderen hier. Ja, Kumpel? Das Eis ist momentan ziemlich knapp, weil die Lieferungen aus Nashkel ausbleiben. Die Handelsstraßen sind wegen den Überfällen durch Räuber fast alle geschlossen. Ich habe nun schon seit einem Monat nichts mehr aus Tiefwasser gehört. Okay, Probleme in der Region. Eisenkrise kennen wir ja schon. Die Schule von Uldcaster war einmal eine unerschöpfliche Quelle des Wissens und der Magie, aber den Wesen, die da rumspuken, hilft das auch nicht viel. Wenn man länger tot ist, als man lebendig war, verdummt man wohl mit der Zeit. Das macht einen doch nachdenklich. Und hier ist nichts drin. Naja. Da nochmal nachsehen. Okay. Noch ein Bürger. Irgendwelche Informationen. Ach je. Um mich herum geht die Welt unter. Ja, ja, ja. Und von mir hängt eine Meute knurrende Abenteurer an meinen Lippen. Und auch... um auch ja jedes Wort des neuesten Kerkergerüchts aufzuschnappen. Ja, da hatten wir eben schon einen. Okay, das hatten wir schon vorhin gelesen. Da kommen wir nicht rein. Okay, Moment, hier unten haben wir noch jemanden. Ich würde mal... Hallo? Hey, Freund! Habt ihr schon von dem Ärger Nashkel gehört? Die Mine ist angeblich verseucht und alles Erz. Ja, 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 wir kennen die Geschichten. Die Leute informieren uns hier sehr gut. Donnerhammers Schmiede. Das sollten wir gleich mal reinsehen. So, ich wollte nochmal gucken, die Karte. Ach du Heilige. Ja. So, Kargeins Geschäft wäre hier. Brennender Zauberer ist hier. Rote Garbe hier. Alles klar. Okay. Nochmal runter hier. Dann gucken wir mal zum Schmied.
Falls der... Ja, da kommen wir rein. Sieh mal einer an. Spricht wohl nichts dagegen. So. Hallo, die Herren. Kann ich dienen? Bitte? Hallo, kann ich an diesem wunderschönen Tag irgendetwas für euch tun? Könnt ihr uns zeigen, was ihr zu verkaufen habt? Okay. Wir haben ein wenig Geld angespart. Und, oh ja. Ich glaube, hier gibt es eine ganz nette Auswahl. Wurfbeil, Streitaxt. Okay, okay, okay. Das muss ich dann natürlich erstmal alles hier vergleichen. Gürtel haben wir, aber ich glaube, da müssen wir ja sowieso noch einen abliefern. Die will ich jetzt also nicht mal direkt verkaufen. So, ah da, Blutstein. Ja, sowas hier, Kurzschwert können wir verkaufen. Sonnenstein. Wird dann hier, Moment. Einer. So, das können wir mal machen. Bastardschwert, Morgenstern. Gürtel, die behalten wir. Dolch können wir verkaufen. So. Das machen wir mal. Ich gehe erstmal die Charakter durch, was wir hier so verkaufen können. Da haben wir auch zwei. Ich weiß eben nicht, für was wir die brauchen können. Pfeil. Blausteinhalskette, Räuberscalp. Die können die uns hier nicht abkaufen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich die richtigen finden, die uns für die Scalp auch etwas bezahlen. Dann können wir da wahrscheinlich ganz gutes Geld machen. Kurzbogen. So, den einen behalten wir gerade nochmal. Lederrüstung. Langschwert, klar. Nochmal eine normale Lederrüstung. Ja, Kurzbögen. Er hier hat nichts dabei und sie hat einen Edelsteinbeutel. Also, ich meine, können wir mit dem sonst noch irgendwas anfangen, außer den zu verkaufen? Das wäre jetzt meine Frage. Ansonsten... Na komm, Kurzbogen, weg mit dir. Ja, ich glaube, das ist soweit ganz okay. Jetzt ist die Frage, wo investieren wir unser hart verdientes Geld? Dolch plus 1. Der sehr dezent teuer ist. Wurfdolch. Wurfpfeile. Wurfpfeil plus 1. Ja, die lassen sich einiges kosten. Schleuder plus 1. Aha, Speer. Kampfstab. Langschwert, Kurzschwert. Schwere Armbrust. Ja, die Armbrust, die würde mich dann durchaus mal interessieren. Da könnten wir vielleicht mal einen rein investieren. Pfeil, Eispfeil. Ach du Heilige, ey. Wir brauchen mehr Geld. Kugeln, Kettenhemd. Schienenpanzer, ja, vielleicht sowas. In sowas könnte man rein investieren. Normaler Helm, Lederrüstung, naja. Kleiner Schild. Sowas wäre auch ganz nett. Tatsche. Okay. Ja, alles klar. Dann muss ich erst nochmal die Charaktere überprüfen. Ich muss nämlich nachgucken, was können wir hier so gebrauchen. So, sie hat nur eine Lederrüstung, also hier könnten wir mal eine bessere Rüstung holen. Hier haben wir auch noch einen normalen Gürtel. Hier auch noch ein Gürtel. Gürtel. Ja, bei den Gürteln müssen wir gucken. Ich glaube, irgendeiner dieser Gürtel ist hoffentlich der richtige. So, hier können wir sowieso nichts identifizieren. Stimmt, das darf ich aber auch nicht vergessen, dass wir hier Sachen identifizieren können. Sie bräuchte, Moment, sie ist ein... Ihr, ist jetzt die Frage, können wir ihr überhaupt einen Helm geben? Den kann sie zumindest nicht tragen. So, hier auch schon ein Helm. Okay, sie bräuchte dann wahrscheinlich auch eine bessere Rüstung. Er hier hat schon einen Schienenpanzer. Und sie hat eine Robe der Reisenden. Ups, pardon. Farbe und so weiter und so fort. Und sie hat jetzt nur einen Neras Stab plus 1. Okay. Bei 10% der Treffer erleidet entweder das Ziel oder der Träger einen Schadenspunkt durch Feuer. Oh. Schaden plus 1 Wucht. Und so weiter und so fort. Gewicht kann nur verwendet werden von Nera. Ist also nur speziell für sie. Okay. Ist jetzt die Frage, also Helme... Ups, der Helm hier. Den kann sie auch nicht tragen. Aber ein paar
Rüstungen, ja. Die haben eben hier, die drei hier haben noch Lederrüstungen.